Ah! Vader rennt auch von Yoda weg! Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2. Und ja, ich denke mal, heute werden wir uns ein bisschen mal hier umschauen. Heute bringen wir dem Outer Rim die Gerechtigkeit des Imperiums. Ja, das hoffe ich auch. Vorwärts, Männer! Auf zu E oder was ist am nächsten? Ich weiß es nicht. Wir äumeln jetzt hier erstmal los. Okay, wir müssen diese Rebellen-Elite zurückschlagen. Das kann nicht so weitergehen. Okay, gehen wir zu D. Gehen wir zu D. Oder gehen wir zu E? Gehen wir zu E. Das läuft bei uns hier. Gehen wir hier zu E hier rein. Türchen auf. Wir erobern hier mal den Punkt. Dass wir hier Mos Eisley halten können. Cantina Man, kriege ich hier einen kleinen Drink? Oder sieht es eher schlecht aus? Sieht schlecht aus. Und da drüben ist auch eine Holo-Cantina-Band. Ihr seid scheiße! Ich will die echte Band. Ach, Mann. Da gehe ich lieber mal raus, sonst kriege ich noch einen YouTube-Strike. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber Level 31. Sollte nicht so viel quasseln. Mehr Kämpfe für das Imperium. Ernst. So. Angriff, Männer! Auf zu A. Zum Einsatzziel vorrücken. Oder zu C? Ich glaube zu C. Weiter vorrücken, Truppler. C wäre schlauer hier. Oder zu E. Verteidigt mal, verteidigt. A, B, C, D. A, B, C, D. E! Ach, Mann. Echo. Ah, lalala. Dann gehe ich mal auf die andere Seite rein. Junge, gehen wir hier mal rein. Ja, ja, hier zusammen eintrinken gehen. Oder dann nicht. Ah! Mann. Gerade die Rüstung gereinigt und schon wieder so dreckig hier. Wer schießt denn mich hier an? Keiner? Ah, lalalala. Hui, der traut sich was, der Bube. Der Lausbube hier. Okay, eh haben wir es sicher. Wir müssen trotzdem vorrücken und Druck machen, sonst endet die Sache hier nicht gut. Gar nicht gut hier. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da drüben? Ein paar Rebellorinos. Oh nein, da ist so ein kleines Vieh. Da habe ich schon wieder Angst. Schön auf die Füße schießen, das müsst ihr euch merken. Ah, Chewbacca! Nicht Chewbacca, das war ein anderes Viech. Aber ein Wookie, ein Wookie. Nicht Chewbacca, aber ein Wookie. Verdammte Axt, es läuft nicht gut für uns. Definitiv nicht gut. Verdammt. Ein Schattentruppler. Macht Spaß, soll man definitiv nutzen hier. Start. Ein Schattentruppler, jetzt muss ich mal kurz gucken. F heilen. Dann rücken wir mal zu B vor. Wenn hier rechts ein bisschen Halligalli ist, dann gehen wir hier links ein bisschen weiter vor. Da üben sind auch meine Mates, die nicht auf meine Befehle hören, aber ist egal. Ich renne mal weiter, weil ich hinter mir Lichtschwerter höre. Es sieht aber echt noch sehr gut aus, das Game. Obwohl es doch schon ein paar Jährchen alt ist, aber es sieht wirklich sehr gut aus. Da kann man sich echt nicht beklagen. Okay. Da vorne ist. Nein! Junge, bitte bleib mir beisammen. Hä? Mein Freund, da vorne ist Luke. Ich habe Angst vor Luke. Und sein böses Lichtschwert. Dacht mir sonst alle Arme ab. Das hört sich nicht gut an. Vader, danke sehr. Auf zu E. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf zu B. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Auf zu C. Läuft bei uns, läuft bei uns. Jetzt habe ich einen Heilkreis aus Versehen aktiviert, ich Throttle. Obwohl wir da noch keinen Gebrauch haben. Ui, 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 Rückzug. Ui, ich seh nix, ich seh nix. Hui. Da habe ich jetzt einen Moment lang nichts mehr gesehen. Ah, komm, 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 der ist hinüber. Oh, 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 die Rebellen greifen an. Wir brauchen Verstärkung, Männer. Lol, warum ist der da gespawnt? Ich glaube, der ist bei seinem Druck gespawnt. Alles klar. Das war richtig bitter. Chat-Truppen. Ich finde die Chat-Truppen richtig scheiße. Könnt ihr euch an die silbernen Chat-Truppen von
Star Wars Battlefront 2 erinnern. Also dem alten, die waren geil. Die haben echt Bock ohne Ende gemacht. Das sieht hier wirklich düster für das Imperium aus. 35. Ah, voll, wir werden überall beschossen. Okay, wir Spieler sind aber genug drin, ne? Ui, das sieht hier nicht gut für uns aus, meine Damen und Herren. Was ist denn hier dauernd los? Lasst mich doch mit euren Glühwürmchen in Frieden. Ich bin auch schon wieder fast tot. Hilfe, ich weiß auch gar nicht, wo ich hinrenne. Nein, da oben! Hä? Wo kommt dieses Geschütz hier her? Weg damit! Ja, keine Müdigkeit. Ich komme auch nicht dafür. Meine drei Vorgesetzten sind schon alle gestorben. Was mache ich hier? Wir verlieren hier 0 zu 14. Ja. Du bleibst da mal schön da. Du Rebellenabschaum hier. Da ist schon wieder so ein Chewbacca-Vieh. Ah, vor dich habe ich auch Angst. Vor dich habe ich auch Angst. Ich weiß auch nicht, wie Nahkampf ist. Tut mir leid. Die Taste habe ich vergessen, leider. Ah, endlich Verstärkung. AT-ST. Schön. Huch, sorry. So wollte ich dir ja nicht in den Rücken schießen. Vielleicht zweimal, aber... Irgendwie kann ich das hier jetzt auch nicht markieren. Ja, moin. Warum ich? Sind das böse Muluks? Sollte ich mal die probieren? Es sieht eh nicht gut aus für das Imperium. Ich gehe nochmal als schwer rein. Ich hätte vielleicht auch als AT-ST reingehen können. Aber das Problem ist, bei dieser Map, wirklich, bei dieser Map ist halt wirklich überall kleine Häuserlis und von überall und nirgends kannst du abgeschossen werden. Das ist nicht schön und macht auch keinen Spaß. Hier Luftangriffe und so finde ich eh auch Verschwendung, sage ich ganz ehrlich, auf der Map. Sich Lufteinheiten zu holen, aber... Ja, moin! Was bist denn du für ein Lurch? Einfach mal Yoda in der Kantina. Der denkt sich auch, ja. Imperium auf dem Vormarsch, kippe ich mir einfach mal einen rein. Oh, das gibt's nicht. Gespawn und direkt einen Elektroschocker in die Fresse. Das mag jeder. Bin auch wie. Da ich will mich nicht wegbewegen. Ich höre überall Lichtschwerter. Ah! Das gibt es doch nicht! Was für einen Lack haben denn die? Die haben ganz schön viel Lack gesoffen, ne? Aber also 3 zu 50%, das kann man doch hier nicht geben. Wie schlecht bin ich denn? Naja, unteres Mittelfeld schlecht. Vor allem der, wo dieses Spiel seit Ewigkeiten wieder nicht gespielt hat. Denke ich doch gar nicht mal so übel. Oh Mann, das ist keine gute Runde für uns. Irgendwie haben wir hier auch keine klare Kampflinie. Und überall höre ich die scheiß Lichtschwerter. Das kann doch nicht sein. Gib mir doch auch einfach mal eins. Ah, was ist denn das hier schon wieder für Kack-Glühbirnchen hier? Mann. Da rechts ist Saligalli. Guck mal hier. Ach Gott, da sind ja noch mehr. LOL, wo kommst du? Hinter mir war doch... Das ist ein Chatroom, oder? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auf irgendwie einen Sith oder so ähnlich zu sparen, aber... Ich spawn da einfach mal jetzt hier. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Schon wieder er. Yoda ist so OP. Dieser kleine grüne Zwerg. So ein unfairer Typ. So ein unfairer Typ. Hör auf, mir das Leben schwer zu machen. Da. Da rennt auch vor Yoda weg. Das ist auch unfair, dieses Viech. Yeah. Und jetzt er schon wieder. Hier kann man kann doch gerade nicht in der Mitte spawnen, oder? Das ist doch von allen guten Geistern hier verlassen. Alles spawnt da, hier so und... Spawnt jetzt vielleicht mal bei... Ah, ich probier's doch mal bei 10. Kann ja nicht schief gehen. 15% haben wir. Doch alles offen. Das Imperium gewinnt sicher. Mann. Ja, alles klar, wie wirfst du denn eine Granate? Mein Gott. Da konnte ich gerade nicht schießen. Ich habe irgendwie Angst. Kann man es mir verübeln? Ich glaube nicht. Rechts sind Rebellen abschauen, links ist Rebellen abschauen. Überall ist Rebellen abschauen. Ich denke mir einfach nur, helf mir Obi-Wan Kenobi, ist aber meine letzte Hoffnung.
Ich sehe den nicht. Ah, da habe ich doch einen erwischt. Ah. Okay, okay, okay. Ja. Und da wurde ich in den Arsch geschossen von diesen Rebellen hier. Unglaublich. 5000 Punkte und... Ach, ihr wisst es. Ich habe das Outfit gerade an. Jeder hat drauf gewartet. Okay, mit Controller, aber. Okay, so kann ich Stroh machen. Ich habe so und so, also und da kann ich eine Stromwelle machen. Und R und B ist, okay, das ist ganz böse. Ach Gottes Willen, ich werde sowas von verkacken, weil mit ihnen habe ich noch recht wenig gespielt. Oh weia, oh weia. Ich vielleicht einfach mal A. Ich jump hier mal rum. Das können wir ja jetzt hier auch wenigstens. Das ist der einzige Vorteil hier. Können wir hier. Ah! Ja, alles klar! Direkt der Endgegner! Abfahrt! Absolute Macht! Komm, Yoda! Ergib dich dein Schicksal, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot! Nein! Ich habe halt keine Erfahrung mit ihm! Und 92 Punkte einfach. Ich hasse ihn, Yoda. Boah, wer hat einen vollen Skillbaum natürlich? Okay, da versuche ich mich mal als Bomberpilot. Werde ich auch sehr wahrscheinlich direkt verkacken, aber. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden nicht mal verkacken. Ich werde sehr wahrscheinlich sogar sehr gut abschneiden hier, aber. Oh, Mann, das ist halt echt. Es macht halt keinen Sinn, hier mit solchen Dingern hier rumzufliegen. Klar, ich kann jetzt hier Punkte farmen ohne Ende, ne? Das geht, das funktioniert. Weil ich hier auch einigermaßen mit dem Ding hier umgehen kann. Na, aber... Auch irgendwie nicht, weil ich mir mal angucken müsste. Boah. Oh, weia, wir rauchen! Mein Ei! Oh, das war viel zu... Fade. Ah, da wurden wir schon. Okay. Aber damit den habe ich mehr gerissen als mit Darth Sidious. Unglaublich. Ach, mach mir nochmal. Mach mir nochmal, weil ich so schlecht war. Lass mir jetzt hier nicht geben. Hier nochmal hier einen drauf zu machen, ey. Den mache ich schon noch kalt hier, die Typen hier. So, der ist weg. Wie gesagt, ich finde es totaler Käse hier. Na, aber muss jeder selber wissen. Vor allem bei so einer Map eine Lufthoheit. Da kann man am Boden. Das Schöne ist hier auf der Map kann man am Boden recht wenig ausrichten. Das ist eine einzig Schöne hier. Na, aber da habe ich verkackt. Jetzt müssen wir hochziehen und beschleunigen, aber da macht man nichts mehr, wenn man von der Seite abgeknallt wird von A-Wing. Mann, Obi-Wan. Okay, dann nehmen wir einen Schattentruppler. Das gibt's doch nicht hier. Jetzt verlieren wir Tatooine. Wie sieht denn das hier auf der imperialen Bilanz aus? Oh Mann, ey. Auf zu G. Ne, A. Haben wir erobert, dann auf zu E. Oh Mann. Kaum bin ich nicht hier, da verlieren wir hier unten schon wieder. Sowas, sowas. Mein Tod rächen will ihn nicht. Oh Gott, das wäre da hinten so viel. So, ich hau mal das da hier so runter. F. Heil! Oh Gott, hier ist alle voll! Ich bin in das einzige Gebäude reingegangen, wo sichere Rebellen drin sind. That genius. Es ist eh vorbei. Dann fliege ich mal mit dem TIE-Jäger. Ja, genau. Mit Elektroschock, ihr kleinen Klumpatschen. Ich bin gleich wieder da. Oh
Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Da ist er, der kleine Schlumpf. Der hat auf jeden Fall deutlich mehr Geschwindigkeit als... Jo. Der andere. Ich müsste mich auch ein bisschen mehr hier befassen damit. Wo wir auch mal wieder mal reingucken können, ist Star Wars Squadron. Ui, dass der das überlebt hat. Der ist tot. Okay, das dachte ich mir schon. Ein Schub ein bisschen, dass wir hier mal wegkommen. Ach, aus der Distanz. Da war ich auch ein ganz schöner Klumpatsch, ey. So, mal hier ein bisschen. Keine Ahnung, was das macht, aber egal. Es ist eh vorbei. Nein, ich darf nicht mehr hochziehen. Ich darf nicht mehr hochziehen. Zum Glück war das jetzt aus. Ja, wow, GG. Kann ich auch sagen. Ach man, ich will nicht als Rebell gewinnen. Ach man, aber egal. Ich gebe mein Bestes, auch wenn das hier die Rebellen sind. Ach man. Einmal will ich hier gescheit. Na, dann muss man feststellen, dass man alt ist. Alt und vergessener wie das Spiel. Wenn wir diese Kommandoposten erobern und halten, können wir das Imperium schlagen. Ja, das wäre gut. Juhu. Okay. Vorwärts, Männer, auf zu D! Attackiert das Einsatzziel! Drängt diese Imperial zurück! Aber nicht alle! Verschont die meisten! Ich kann doch nichts dafür, dass sie auf die richtigen Seite kämpfen und wir ganz ehrlich auf der falschen. Oh Gott, ich mache auch noch den Kill! Tut mir leid! Es tut mehr weh als dir! Freunde, kurz. Oh, ups, er ist mein Headshot gegeben auf dem Rebellen. Ja, das, kann man tun, da oben ist. Da! Der hat sich nicht gut getan. Seht ihr, weiß sieht man, weiß sieht man. Das ist schlecht getan im Tool. Der hier war auch schlecht getan. Ja, scheiß auf Aurex, Alter. Wir gehen hier auf D. Das ist ein Imperial. Das ist auch ein Imperial. Leid. Ich will euch doch nicht umbringen. Euch schon wieder. Hört auf, sie alle zu mir zu schicken. Oh, verdammt. Mich sollt ihr aber auch nicht umbringen. Ich will euch doch schützen. Ich glaube, das haben wir noch nicht so ganz verstanden. Ich gehe mal als die durch. Also ich glaube, als Rebell ist es irgendwie geiler, mal hier als der hier rumzugömmeln. Ah, 4-4. Wahrscheinlich verlieren wir das dann auch wieder eher ganz knapp. Oh, 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 ja, nicht in die Mitte laufen. Das habe ich ganz vergessen bei der Map. Ganz schlechte Idee. Okay, dann auf zu D, auf zu D. Konzentriert euch auf unsere Mission. Freunde, das finde ich auch toll, dass die meisten bei dem Spot nicht drauf achten. Drängen Sie zurück. Von den Squads nicht achten, wo man hingeht. Hey, halt, wo man die Marker setzt. Klar, wenn man andauernd die Marker neu macht und so, ist auch kacke, aber... Ah, ha, da habe ich ihn. Ah, nein, da, die Rode. Sowas. Ah, das ist ein ATSD. Tja, das wird so kommen. Wir haben ihren Todesstern zerstört. Was denkst du denn, was passiert? Ein Kopfgeld ausgesetzt sein. Ein Kopfgeld. Wir sichern Punkt Aurek. Schön in die Ecke. Na, 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 na. Nein! Nur Waffen ausgestrichen haben. Oben ist die Sau. Ich weiß doch genau. Genau! Das war ein Luckshot. Das glaube ich nicht, dass der ernst war. Okay, Chewbacca, du bist dran. Bist zwar nicht Chewbacca, aber das zweitbeste dran. Ich gehe mal zu A. Verteidigt A, Leute. Ist hier doch schon besser aus. Jetzt sieht es besser aus, ein bisschen. 7 zu 58%. Wir verlieren trotzdem Haus hoch, aber... Ach, Mann. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich kann doch auch nichts dafür. Oh, Gottes Willen. Okay, ich muss mich hier auch einspielen. Dieses Viech hier. Ah, oi, oi, oi.
Aber das ist auf jeden Fall lustig, dass man hier so switchen kann. Ist ja nix. Bodenstampfen. Hat er Separatisten gesagt? Bin mir sehr bewusst, dass wir für Imperium, aber ja, hupala. So meine ich das auch nicht. Ich bin ja jetzt auf der anderen Seite. Ach komm, ich nehme mal einen Kampfläufer. Sind zwar nicht so gut wie, so ein AT-ST, aber... Ich merke aber gerade, hier ist irgendwo ein Squad unterwegs. Weil entweder gewinnt die rechte Seite oder die linke Seite. Ja, alles klar, treffe ihn halt gar nicht. Halbe Ding schon im Arsch. Und ich auch. Von Solo, diesen Schmuggler. Hörst du auf? Olle Kanaille hier. So war's hier. Kraft nehme ich einfach an. Hinter mir ist auch einer da. Hier so hier im Gebüsch. Reparieren. Ich hasse. Deswegen hasse ich es, mit den Dinger hier im Gebüsch rumzulaufen. Da verliert man nur, weil man nichts sieht. Das ist so unglaublich. Lass mich in Ruhe. Wehrt euch endlich, ja. Fällt mir halt schwer. Ich gebe meine Brüder hier. Zu behaupten hier. Mann, ey, hier werde ich doch hier zu gezwungen. Wo ist der? Ich sehe den nicht. Wir haben Aurek gesichert. Ja, toll, da sind wir uns jetzt auch hier. Ja, das Radar bringt mich jetzt hier auch sehr viel. Danke, Sir. Wo ist der hier bei Arsch wieder, der kleine Schnappiner da hinten? Yoda, mach ihn kalt. Da fliegt er weg, da fliegt er einfach weg. Ja, fahr doch in mich rein, ey. Bleib zu stehen. Das ist eine schlechte Idee, hier alleine rumzurennen. Ah, da Freider. Oh nein, ATSD. Ich bin verdammt. Wie kann man die aussteigen? Ah! Renn doch schneller. Wir haben eh verloren, aber ich will noch ein bisschen überleben, vielleicht. Moment. Ja, alles klar. Ihr müsst doch mal sehen, wie dull die Leute sind. Warum bin ich dann hier nur ein Verlierer? Die merken nicht mal, wenn man von denen abgeschossen wird, aber... Jetzt ist eh vorbei. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Verdammte Axt. Oh Mann. Ich denke mal, mit dieser Bombensensation verabschieden wir uns von dieser wunderschönen Folge Star Wars Battlefront 2. Ja. Ich hoffe mal, in der nächsten Folge wird alles besser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.